Freitagabend ein großer Airputsch zwischen Trebel und Kreizerhitten heruntergegangen, bei Kilometer 35 bei der L704 und hat die Straße verlegt. Jetzt ist am Samstag wurden Aufräumarbeiten durchgeführt und wie gesagt, derzeit ist die Straße, also heute Sonntag, ist die Straße von 7 bis 19 Uhr geöffnet, wenn es nicht regnet. Und danach, wie gesagt, wird es eine Sperre geben. Wie lange die dauert, können wir jetzt derzeit nicht abschätzen. Der Geologe vom Land ist vor Ort und die Wildbach- und Lawinenverbauern wird das dann nächste Woche beurteilen und hoffentlich dann die Straße wieder freigeben, wenn die Sicherheit gegeben ist. Wir haben heute, der Geologe hat heute mit einer einheimischen Filmfirma das Gebiet beflogen und wie gesagt, es hängt vom Geologen ab, ob und wie die Straße freigegeben wird oder welche Maßnahmen zu setzen sind. Aber natürlich, Sicherheit geht vor und darum bitten wir schon jetzt um Entschuldigen oder bitten um Verständnis, dass die Straße sicher kurzfristig oder oft längerfristig gesperrt ist.